Vitamin C. Warum du Vitamin C auf jeden Fall benötigst, wie du Vitamin C einnimmst und was du zusätzlich zu Vitamin C einnehmen musst, damit es wirkt, oder welche Stoffe du mit Vitamin C einnehmen solltest, damit diese Stoffe besser Fangen wir an. Warum solltest du Vitamin C einnehmen? Vitamin C ist ein super freier Radikalfänger. Das heißt, für das Immunsystem extrem stark. Das Immunsystem fährt hoch. Der zweite Punkt, warum Vitamin C sehr, sehr gut ist, ist es für die Haut. Wenn du Vitamin C abends einnimmst mit Kollagen, hat das für die Haut einen Rieseneffekt. Kollagen alleine ist schon sehr, sehr geil. Kollagenpeptide, aber mit Vitamin C kombiniert, ist das extrem entscheidend wichtig. Der weitere Punkt ist, du kannst natürlich deine Fitness, deine geistige Fitness nochmal pimpen, weil wir brauchen Sauerstoff im Gehirn, wie aber auch im Körper. Und wenn du Eisen ideal verwerten willst, brauchst du Vitamin C. Ich habe auch ein Eisenvideo noch zusätzlich gemacht, da kannst du auf jeden Fall nochmal reinschauen. Aber die Kombination Eisen plus Vitamin C ist entscheidend für mehr Energie. So, wenn du, sage ich mal, die richtige Einnahme wissen willst, wie du Vitamin C am besten dosieren sollst, ist im Endeffekt mein Tipp an dich: Nehme 1 bis 3 Gramm am Tag am Anfang, weil wir haben erstens kein Speichern Vitamin C, sondern wir haben im Endeffekt eine tägliche Zufuhr, die wir brauchen. Du kannst es als Pulver nehmen, du kannst es auch als Kapsel nehmen, du kannst es auch als Retardform nehmen. Aber nehme am Anfang 1 bis 3 Gramm. Nehme morgens und abends dein Vitamin C. Morgens, um gut in den Tag zu starten, und abends, um deinen Körper wieder zu helfen, zu unterstützen, dass er besser regeneriert. Vitamin C, warum so hoch dosiert und warum kannst du überhaupt Vitamin C so hoch dosiert nehmen, ohne dass du ein Problem hast? Weil das Ganze, was zu viel an Vitamin C in deinem Körper ist, scheidest du einfach über dein Urin wieder aus. Der geht einfach aus dem Körper wieder raus. Das heißt, du kannst im Endeffekt sagen: Okay, ich möchte jetzt wissen, was für einen Einfluss hat Vitamin C, wenn ich das hoch dosiere, dann hast du da keinerlei Probleme mit Nebenwirkungen. So, und wenn du noch Fragen hast zum Thema Vitamin C oder warum Eisen wichtig ist, die Kombination Vitamin C-Eisen, dann stell mir das in die Fragen und schau auf jeden Fall das Eisenvideo an. Mach's gut, dein Frank.